Sag mal, kannst du mich nicht endlich in Ruhe lassen? Das gibt's ja wohl gar nicht. Ihr habt dir tausendmal gesagt, lass mich endlich in Ruhe. Jetzt reicht's mir aber. Hey, Doc. Ah, hallo, Gerrit. Tja, ich war mal wieder als Erster hier. Ja, kauf dir was Schönes davon. Mach ich auch. Was haben wir? Tja, also, der Körper hat noch ein bisschen Temperatur. Leichenstarre ist noch nicht ganz ausgeprägt, also Todeszeitpunkt liegt maximal 2 Stunden zurück. Die Todesursache? Tja, ich vermute einen Schädelbasisbruch. Er hat hier hinten eine massive Kopfwunde. Tja, und so wie er aussieht, hat es vorher einen kleinen Kampf gegeben. Also, als Sie vorhin in den Hinterhof gekommen sind, haben Sie da noch jemanden gesehen oder ist jemand weggelaufen? Ich habe keinen gesehen. Da. Und im Vertrauen, ich bin auch nicht mehr ganz nüchtern. Ach, das wäre mir erst gar nicht so aufgefallen. Es war eh alles dunkel da. Und ich habe da nichts gesehen. Okay, alles klar. Robert, der Kollege, der wird noch Ihre Personalien aufnehmen. Ja. Ja? Vielen Dank, wir melden uns, wenn irgendwas ist. Michael? Ja. Einen Raubmord können wir definitiv ausschließen. Alle Wertsachen, Portemonnaie, Schlüssel und Handy hat er noch bei sich. Okay, also das Handy möchte ich so schnell wie möglich auf meinem Schreibtisch haben, ja? Mhm. Habt ihr schon die Personalien des Toten? Ja, er heißt Peter Strom. Gut, dann müssen wir so schnell wie möglich die Angehörigen informieren. Mhm. Warum sollte man denn meinen Sohn umbringen? Genau das wollen wir rausfinden, Frau Strom. Hat Ihr Sohn vielleicht Streit oder Unstimmigkeit mit jemandem? Nein, da gibt es niemanden. Eigentlich wohnen wir in Köln. Mein Sohn ist erst vor 3 Wochen hierher gezogen, wegen der Uni. Und wo hat er gewohnt? Zuerst im Hotel. Vor 2 Tagen ist er dann in die eigene Wohnung gezogen. Er hat sich so darüber gefreut. Hat er vielleicht mal erwähnt, dass er schon Freunde gefunden hat hier? Nein, er kennt noch niemanden hier. Mein Sohn ist eher introvertiert und schüchtern. Es ist ihm immer sehr schwer gefallen, Kontakte zu knüpfen. Aber er war ein grundguter Mensch, das müssen Sie mir glauben. Ja. Hatte er denn eine Freundin? Nein, nicht, dass ich wüsste. Er hatte noch nie eine. Jedenfalls nichts Festes. Okay. Frau Strom, das war's dann auch erstmal. Jasmin, bringst du die Dame raus? Wiedersehen. Wieder bei Ihnen. Wiedersehen. Wiedersehen. Kann einem schon leid tun, die Frau. Hier, der Obduktionsbericht und die privaten Habseligkeiten des Toten. Kollege, wie lange kann sowas dauern? Sag mal. Ich denke mal, die Spurensicherung war schon dran, ja? Das Handy ist ja auch am interessantesten. Also. Na bitte. Der Tote hatte gestern Abend um 8 noch einen Termin mit einem Date-Doktor, F. Müller. Um 8? Ja. Na, Todeszeitpunkt war 3 Stunden später, um 23 Uhr. Todesursache? Schädelbasisbruch, wie vermutet. Wahrscheinlich durch einen Sturz. Der Doc hat im Brustbereich des Toten Hämatome gefunden. Wahrscheinlich wurde er also gestoßen. Und dann waren am Leichnam, also im Bereich seines Mundes, auch noch weibliche DNA-Spuren. Aha. Das heißt, dass dieser Date-Doktor wahrscheinlich nicht der Letzte war, der ihn noch lebend gesehen hat. Anscheinend hat er noch irgendeine Frau getroffen. Ja, aber vielleicht weiß dieser Date-Doktor, mit wem er noch angebändelt hat. Entschuldigung, was ist ein Date-Doktor? Robert, wir beide brauchen sowas nicht, aber vielleicht kann Alex dir das erklären. Es gab doch mal so einen Hollywood-Streifen. Habe ich nicht gesehen. Ja, dieser Date-Doktor zeigt dir halt, wie du richtig flirtest und was du machen musst, damit du bei den Frauen gut ankommst. Ja, und wer hat sowas nötig? Was?
Was Sie hier treiben, ist doch die reinste Abzocke. Ich gehe erst wieder, wenn ich mein Geld zurückhabe. Es gibt keine Erfolgsgarantie, das steht aber auch in den Geschäftsbedingungen. Die haben Sie ja wohl unterschrieben, oder? Entschuldigung, wir haben noch keine Sprechstunde, ja? Bitte gehen Sie jetzt endlich! Das letzte Wort ist darüber noch nicht gesprochen. Das garantiere ich Ihnen. Tja, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband. Ich möchte ganz gerne mal mit diesem Date-Doktor sprechen. Okay, ja. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ach so, Sie sind das. Ja, mein Fehler. Ich hätte wieder irgendwie einen Mann vorgestellt. Das macht nichts. Was will denn die Kripo von mir? Ist die Kripo also auch schon hinter dieser Betrügerin her? Nein, nein. Da muss ich Sie enttäuschen. Es geht nicht um die Behandlungsmethoden der Frau. Es geht um einen Mord. Was? Mord? Die hat jemanden umgebracht? Nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. Das Opfer ist einer Ihrer Klienten. Wir wollen Sie lediglich befragen. Sagen Sie mir doch mal lieber, wieso sind Sie so sauer auf die Frau? Ich habe dieser Betrügerin schon so viel Kohle in den Rachen gestopft. Und? Was hat es gebracht? Nichts. Ich sitze immer noch zu Hause allein vor der Glotze. Bauernfängerei, dieser Schrott. Oder wie sie es meint, die Behandlung. Sie wollen also Ihr Geld zurück? Richtig. Aber sie rückt nichts raus. Tun Sie endlich mal was dagegen. Das ist doch alles Betrug. Da sind Sie leider bei mir an der falschen Adresse. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Hier ist meine Visitenkarte. Falls Ihnen irgendetwas einfällt, rufen Sie mich an. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Das will mir einfach nicht in den Kopf, dass er wirklich tot ist. Wie lange war er denn bei Ihnen schon in Behandlung? Erst kurz, so seit einer Woche. Ich meine, gestern Abend bei unserem Termin wollten wir neu erworbene Flirttechniken ausprobieren. Ja, die haben dann wohl auch funktioniert. Wir haben nämlich in seinem Mundbereich weibliche DNA gefunden. Also meines Wissens hat er überhaupt niemanden kennengelernt. Na gut, aber er muss jemanden geküsst haben, und zwar eine Frau. Und das kurz vor seinem Tod. Wer könnte das gewesen sein? Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Frau Müller, Sie wirken irgendwie sehr nervös. Hören Sie, wir ermitteln hier in einem Mordfall. Wenn Sie irgendwas wissen oder da irgendwas gewesen ist, dann müssen Sie mir das sagen. Also gut. Ich war's. Ich habe ihn geküsst. Aha. Und gehörte das irgendwie zur Therapie, so eine Art Kusstechnik oder? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich hinreißen lassen. Oh, tatsächlich, ja. Mein Gott, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich fand ihn irgendwie süß. Ich meine, normalerweise gehört es nicht zu meiner Devise, mich mit Kunden einzulassen. Ist ehrlich gesagt auch nicht besonders professionell. Ich weiß, aber ich schwör's Ihnen, als ich mich von Peter verabschiedet habe, da hat er noch gelebt. Okay. Und nach dieser Verabschiedung, was haben Sie da gemacht? Ich bin nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt. Zeugen? Nein. Haben Sie einen Freund? Nein, ich habe keinen. Ich lebe allein. Gut, gibt es vielleicht noch irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen könnten? Er war ein ziemlich ruhiger Typ. Erst vor kurzem hergezogen. Keine Freunde, keine Bekannten. Dann fällt Ihnen auch wahrscheinlich niemand ein, mit dem er hätte Ärger haben können, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Sag mal. Was hat sie gesagt? Naja, auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Die war total nervös, echt. Und sie hatte was mit dem Toten. Das ist nicht wahr. Ja, das ist doch wahr. Zumindest hat sie mit ihm geknutscht. Aber letztendlich hat sie mir eine Speichelprobe gegeben, was eigentlich eher gegen sie als Täterin spricht. Ich sehe auch kein Motiv. Trotzdem, sie ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Ja, und genau deswegen sollten wir sie auch im Auge behalten. Und ich weiß auch schon, wer das machen wird. Mensch, da hast du ja richtig Glück im Unglück. Das kannst du aber laut sagen. Beim nächsten Date passiert mir das nicht mehr. Bei mir wäre es dir gar nicht passiert. Wirklich? Und bei euch? Was geht so? Och du, wir haben gerade mal darüber gesprochen, dass jemand undercover zu dieser Date-Doktorin gehen muss. Oh. Ja. Sie ist im Moment unsere einzige Spur. Die Ermittlungen im Umfeld des Toten haben überhaupt nichts ergeben. Das war ein richtiger Einzelgänger. Ja. Und jetzt wollte er einen Klienten bei der Date-Doktorin einschleusen. Ja. Die arme Sau. Tja, wirklich. Die arme Sau. Ja, Robert, du bist der einzige Mann, den sie hier noch nicht kennt. Nee, Michael.
Echt nicht. Hallo, sieh das doch mal positiv. Junge, da kannst du doch was lernen. Das sagt der Richtige. Was denn? Was meinst du damit?